könnten Sie mir zusammenfassen, worum es in Ihrer Breakout-Session ging? Ja, da haben wir, oder habe ich kurz vorgestellt, die letzten drei großen Stadtwerksprojekte, die wir machen durften im Jahr 2017 im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung und Energiewende. Stadtwerke Kiel, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden und MAN Stuttgart-Geisburg. Und was gilt es denn, oder was ist denn da, was bietet Ihr Unternehmen denn, was Stadtwerke unbedingt brauchen? Wir liefern eine entscheidende Komponente zur Kraft-Wärme-Kopplung, damit die Effizienz, die Gesamteffizienz durchaus 90% erreichen kann. Wir liefern nämlich die Abgaskomponenten, das waren da Abgas-Wärmetauscher, können aber auch im Abgastrakt noch ein bisschen mehr liefern, Schalldämpfer oder auch Katalysatoren zum Beispiel. Wieso ist es denn wichtig, dass Stadtwerke anfangen, mit New Players zusammenzuarbeiten? Durch die Energiewende gibt es eine große Verschiebung im Markt. Das große Thema ist die Flexibilisierung. Wir merken schon, es gehen die Atomenergie, wird 2022 in Deutschland aufhören, am Netz zu sein. Kohlekraft ist auch nicht zukunftsorientiert, von dem her wird der Wandel sein Richtung hocheffiziente Gastechnologie. Und dort spielen gerade Gasmotoren und Kraftwerke eine große Rolle im Zuge der Flexibilisierung, weil wenn viel oder es gibt jetzt neue Player am Markt. Solar ist ein großes Thema, Wind, die aber nicht konstant einspeisen. Heißt, wenn diese beiden Player am Markt nicht verfügbar sind, muss im Hintergrund jemand verfügbar sein, der dann entsprechend die Elektrizität oder auch die Wärme zur Verfügung stellt. Wo sehen Sie denn vielleicht in Zukunft auch die größte Herausforderung, die auf die Stadtwerkebranche auch zukommen wird? Auch hier sehe ich viel im Bereich Flexibilisierung. Die Vermarktungsslots werden immer kürzer getaktet, wo man vorher vielleicht halbstundenweise den Strom ans Netz bringen konnte oder auch die Wärme, ist es mittlerweile so, dass jetzt in 5-Minuten-Takten gerechnet wird. Das heißt, dort ist einfach die Flexibilität der entscheidende Punkt in der Zukunft. Und was gilt es denn jetzt zu tun, beziehungsweise was wäre vielleicht auch Ihr Rat an die Stadtwerkebranche? Auf jeden Fall bei unserem Stand vorbeizuschauen und sich schlau zu machen, okay, was bedeutet Kraft-Wärme-Kopplung? Im Prinzip ist es ein altes Verfahren, das über 100 Jahre schon am Markt existiert, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man hat jetzt gerade den Strom und auch die Wärme eigentlich nicht am Empfänger oder am Nutzer orientiert, sondern der Nutzer hat sich am Erzeuger orientiert. Das verändert sich, das wird sich auch noch viel stärker verändern. Und da gilt es dann, gemeinsam mit uns Lösungskonzepte zu erarbeiten, wie auch trotz dieser flexiblen Fahrweise der Kraftwerke trotzdem damit auch noch Geld verdient werden kann. Und warum haben Sie sich als Unternehmen entschieden, hier Präsenz zu zeigen? Wir haben uns entschieden, hier zu sein, weil wir in den letzten Jahren eine deutliche Tendenz Richtung Stadtwerke auch im Zuge der veränderten Gesetzgebung, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, sehen, dass Stadtwerke da wichtige und noch wichtigere Player am Markt sein werden. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir schon 3-4 große Projekte machen können und sehen auch jetzt gerade hier, ich sage jetzt mal im Osten der Republik, weitere Möglichkeiten, die am Horizont erscheinen, wo sehr wahrscheinlich auch hochflexible Motorenkraftwerke zum Einsatz kommen werden mit unseren Komponenten, mit der Abgaswärmenutzung für Nah- und Fernwärmeversorgung mit Wärme.